und willkommen zurück zu einem neuen Update vom Bau des Flughafens 2.0. Direkt neben dem Frachtbereich meines Flughafens befindet sich der Wartungsbereich. Und wie dieser entstanden ist, das will ich euch heute kurz und knapp zeigen. Angefangen habe ich damit, das Herzstück von diesem Bereich zu bauen, und das ist der Hangar. Hierfür schnitt ich mir erstmal alle Teile aus einer Spezialpappe zurecht. Für die Außenwände und das Dach vom Hangar benutzte ich zur Ausgestaltung der Pappteile einen Bausatz aus dem Internet. Den kann man sich kostenlos runterladen als PDF-Datei und dann kann man sich diesen Hangar theoretisch aus Papier einfach zusammenbauen. Ist natürlich etwas instabil, weswegen ich bei mir die Pappe genutzt habe. Zudem hat der Hangar aus Papier eine etwas andere Form, die ich bei meiner Umsetzung dieses Gebäudes etwas anders gestaltet habe. Trotz allem konnte ich diesen Bausatz super verwenden, um die Außenwände und das Dach zu gestalten. Das Ganze klebte ich also auf die Teile. Und daraufhin klebte ich alle Teile zusammen. Mit schwarzer Farbe gestaltete ich den Hangar dann weiter aus. Zudem brachte ich noch eine Lufthansa Technik-Aufschrift an den Hangar an. Für weitere Variationen baute ich noch Hangartore in verschiedenen Größen, um offene und geschlossene Tore darstellen zu können. Hierfür beklebte ich Pappteile mit einem ausgedruckten Design, das ich mir vorher am PC zeichnete. Nachdem der Hangar dann fertig war, fehlte nur noch die Ausgestaltung des kleinen Bodenbereichs vor dem Hangar. Und damit war dieser Bereich dann auch schon fertig. Es ist ein sehr kleiner Bereich. Dementsprechend kurz ist auch dieses Update. Es tut mir leid, ich weiß, die Dinger, die sind sowieso schon ziemlich kurz. Aber gut, zu diesem Thema gibt es einfach nicht viel mehr zu erzählen. Deswegen lassen wir es dabei. Wir haben nun das Ende des Updates erreicht. Dementsprechend lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal.